بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf außer Allah azza wa jal. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein letzter Gesandter und Diener ist. Wir sind jetzt, Alhamdulillah Rabbil Alamin, heute im neuen Kapitel, Kapitel des Gebets. Und wir haben jetzt sozusagen die Kapitel At-Tahara komplett abgeschlossen mit ihren Unterkapiteln. Und alles, was dazugehört. Und sozusagen der Grund, warum wir mit Tahara anfangen, ist ja bekannt. Das habe ich auch bereits ganz am Anfang erwähnt. Weil das Gebet ja natürlich die wichtigste Anbetung ist für den Diener. Und deswegen haben die Rechtsgelehrten sozusagen Tahara davor gestellt. Warum? Weil die Reinigung oder die Reinheit eine Bedingung ist für die Gültigkeit des Gebets. Und deswegen haben sie erstmal damit angefangen und detailliert erklärt, wie man sich reinigt und so weiter und so fort. Weil wenn man das alles nicht weiß, dann wird das Gebet auch dementsprechend nicht gültig werden. Wenn man nicht weiß, wie man sich reinigt oder wie man seine Unreinheit, den Zustand seiner Unreinheit aufhebt. Erstmal eine kleine Einführung dazu und dann fangen wir bearbeiten wir sozusagen die nächsten Wochen. Und eventuell wird das jetzt, weil das ist jetzt das größte Kapitel, mehrere Monate dauern, weil da werden die verschiedenen Bereiche des Gebets unterrichten. Dazu gehören natürlich zum Beispiel die Pflichtgebete, die Arten des Gebets, dann die entsprechenden Urteile, die beliebten Handlungen, was macht das Gebet ungültig und so. Da gibt es auch spezifische Gebete, wie macht man die und so weiter und so fort. Erstmal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und so fängt auch immer der Autor an hier, dass er immer die allgemeinen Beweise für die Verpflichtung oder genau, für die Verpflichtung oder die allgemeinen Beweise, die darauf hinweisen, für das entsprechende Kapitel. Erstmal Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa aqimu salata wa atu zakah, und verrichtet das Gebet und richtet die Abgabe. Surah 2, Vers 43. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Haltet die Gebete ein und besonders das mittlere Gebet und steht demütig ergeben vor Allah. Das ist in Surah 2, Vers 238. Und das Kapitel des Gebets hier in diesem Werk umfasst fünf große Bereiche. Erstmal eine Einleitung, das was wir jetzt hier machen werden. Dann natürlich die Art und Weise des Gebets. Dann gibt es natürlich dementsprechend auch Vervollständigungen. Ja. Vervollständigungen des Gebets, also die darüber hinausgehen. Dann unvorhergesehene Ereignisse des Gebets, das heißt, es gibt bestimmte Ereignisse. Wenn die auftreten, während des Gebets, das kann ja passieren, wie korrigiere ich dieses, damit das Gebet weiterhin gültig ist? Zum Beispiel. Oder spezifische Gebete. Und die Details, auf die wir jetzt hier eingehen werden, sind jetzt hier genannt. Erstmal natürlich die Einleitung des Gebets. Und das Gebet im Arabischen heißt As-Salah. As-Salah. Und das bedeutet in der arabischen Sprache Ad-Dua. Also As-Salah bedeutet in der Linguistik allgemein, ja, wenn man von As-Salah spricht, das ist jetzt so unabhängig jetzt von der Religion, von der fachlichen Definition oder gesetzlichen Definition, sondern wenn die Rechtsgelehrten von As-Salah sprechen, dann sprechen die von Ad-Dua, das Bittgebet sozusagen. Was bedeutet jetzt hier das jetzt religiös in der Religion? Wie definieren jetzt die Gelehrten das Gebet, damit sie sagen, okay, das ist das Gebet? Sie sagen, das sind spezifische Aussagen und spezifische Handlungen. Ja, um eindeutig, weil es gibt ja verschiedene Anbetungen im Islam. Und jetzt mit dieser Definition wollen sie sozusagen das so einschränken, dass sie damit sagen können, das ist ein Salah oder das ist ein Gebet mit unserer Definition. Sie sagen, das sind spezifische Aussagen und spezifische Handlungen. Okay?
Wie geht es jetzt weiter? Die mit dem Takbir anfangen und mit dem Taslim enden. Das heißt, alles, was wir an Anbetungen machen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, das ist sehr wichtig. Merkt euch diese Definition. Das ist sehr wichtig. Weil das hat nachher Auswirkungen, ja, in bestimmten Urteilen und darauf kann man dann aufbauen. Das ist sehr wichtig. Und wenn man die Grundlagen lernt, in die Definition, dann hat man sehr, sehr viele Vorteile, dann, wie man handelt. Man kann gewisse Sachen dann auch ableiten. Das heißt nochmal, As-Salah bedeutet bei den Rechtsgelehrten, also in der Religion jetzt, spezifische Aussagen und spezifische Handlungen, die mit dem Takbir beginnen und mit dem Taslim enden. Das heißt, alles, was spezifische Aussagen beinhaltet, spezifische Handlungen beinhaltet und mit dem Takbir beginnt und mit dem Taslim endet, das ist für uns dann ein Salah. Egal wie viel Raka'a, ob das eine Raka'a hat oder keine Raka'a hat, oder ein Sujud oder kein Sujud, ja, alles, was mit dem, was spezifische Aussagen und spezifische Handlungen beinhaltet, mit dem Takbir begonnen und mit dem Takbir und mit dem Taslim enden, ist ein Salah. As-Salah wurde natürlich in der Nachtreise zur Pflicht. Die wurde in der Nachtreise, als der Prophet sallallahu alaihi wasallama in der Nachtreise sich befand, wurde sie dann zur Pflicht. Und natürlich gibt es ja dann verschiedene auch Ansichten, an welchem Datum. Die Wichtigkeit des Gebets und ihre gewaltige Stellung. Das Gebet an sich ist die gewaltigste Säule des Islams und die stärkste Kulthandlung oder das stärkste Ritual der Religion. Und sie ist der Pfeiler der Religion. Wer diese bewahrt, hat die Religion bewahrt und wer sie verlässt, hat die Religion zunichte gemacht. Also seine eigene Religion in diesem Zusammenhang natürlich. Es wird von Ibn Umar radiallahu anhu überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Bunya al-Islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqam as-salah wa ita' az-zakah wa hajj al-bayt wa sawm Ramadan. Das heißt, sinngemäß, der Islam ist auf fünf aufgebaut, das heißt auf fünf Säulen. Diese fünf Säulen, dazu gehört natürlich die Bezeugung, dass es niemanden gibt, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, also sein Gesandter und sein Diener. Dann die Verrichtung des Gebets, die in die Richtung der Zakah, die Umkreisung des Hauses, also Al-Kaaba, und das Fasten von Ramadan. Und auch vom Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde gesagt: Umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. Mir wurde befohlen, dass ich die Menschen bekämpfe, bis sie bezeugen, dass es keinen gibt, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist und sie das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch in der Überlieferung von Jabir, das ist eine sehr wichtige Überlieferung jetzt, er sagt: Bayna al-Rajuli wa bayna al-Shirk wal-Kufr tarku salah. Das heißt, zwischen dem Mann oder zwischen einer Person und der Beigesellung und dem Unglauben ist das Unterlassen des Gebets. Und natürlich, sie ist eine Verbindung zwischen dem Diener und dem Herrn und dadurch wird die Glückseligkeit und der Erfolg im Diesseits und im Jenseits erreicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Den Gläubigen wird es ja wohlergehen, das heißt, dieser Erfolg, den sie bekommen, denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind. Und dadurch findet man natürlich auch Unterstützung in der Erledigung der Bedürfnisse und die Erreichung der Anliegen, die eine Person hat, in den diesseitigen und den jenseitigen Angelegenheiten. Was für ein Anliegen du hast, dadurch erreichst du dies. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Wasta'inu bis-sabri was-salah. Und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Und derjenige, der natürlich der das mal probiert hat, subhanallah, der vielleicht Kummer und Sorgen hat, der sich zum Gebet zurückzieht und wirklich in sich hineingeht, sozusagen, und das Ganze nochmal wirklich das Gebet mit
richtigen Bewusstsein mit Herz, mit Anwesenheit des Herzens durchführt, Wallahi bei Allah, dem Herrn der Kaaba, der wird Ruhe finden im Herzen. Weil die Prüfung wird jeden treffen, das ist klar und deutlich. Die Prüfung wird jeden treffen. Nur die Frage ist, wie gehst du mit dieser Prüfung um? Und da sind die Menschen unterschiedlich. Und wisse, dass zur Grundlage gehört, wie Allah Ta'ala auch im Koran sagt, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dass Allah Ta'ala keine Last, sozusagen eine Seele nicht mehr zu leisten, nicht mehr so belasten wird, als dass sie zu leisten vermag. Und das Gebet natürlich reinigt den Diener von den Sünden und ihren üblen Spuren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Und verrichte das Gebet an beiden Enden des Tages und in Stunden der Nacht. Die guten Taten lassen die bösen Taten vergehen. Denn das ist hier das Wichtige. Das ist eine Ermahnung für diejenigen, die Allahs gedenken. Und Abu Huraira überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass er ihn sagen gehört hat: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Das ist ein sehr schönes Beispiel und ein sehr schöner Vergleich. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich das Gebet darstellt. Er sagt, was meint ihr? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam versucht ihm das bildlich natürlich darzustellen. Und das gehört auch zu seiner guten Art und Weise, als Lehrer auch zu funktionieren. Er sagt, was meint ihr, wenn vor der Haustür von einem von euch ein Fluss wäre, von dessen Wasser er sich täglich fünfmal wäscht, ja, würde dann noch von seinem Schmutz etwas an ihm haften? Die Gefährten sagten, nichts von seinem Schmutz würde übrig bleiben, gar nichts. Wenn er sich fünfmal am Tag wäscht, ja, in einem Fluss vor seiner Haustür, dann bleibt von seinem Schmutz nichts übrig. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, genauso ist das Gleichnis der fünf Gebete, mit ihnen tilgt Allah die Verfehlungen, berichtet von Bukhari und Muslim. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, As-salawatul khams wal-jum'atu ila al-jum'a kaffaratun lima baynahunna ma lam yaghsha al-kabair. Die fünf Gebete und vom Freitag zum Freitag sind eine Sühne zwischen ihnen, solange große Sünden gemieden werden. Das heißt, das Verfehlungen oder dass es eine Sühne für Verfehlungen ist, damit sind was damit, also zwischen Freitag und Freitag und zwischen die fünf Gebete, also was dazwischen ist, solange die Zeit, wenn man das macht, dann vergibt Allah Ta'ala die Sünden und damit sind die kleinen Sünden gemeint. Weil die großen Sünden benötigen nochmal eine Reue. Und das Gebet natürlich verbessert die Verhaltensweise und erzieht die Seele auch natürlich. Der Beweis, Allah Ta'ala sagt, وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Und verrichte das Gebet, gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Auch das Gebet ist ein Zeichen der Anhänger des Imans. Allah Ta'ala sagt, der Beweis, الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Die das Gebet verrichten und von dem, womit sie versorgt haben, ausgeben, das sind die wahren Gläubigen. Für sie gibt es bei ihrem Herrn Rangstufen und Vergebung und ehrenvolle Versorgung. Die Faulheit des Gebets gehört zu den Zeichen der Heuchelei. Gehört zu den Zeichen der Heuchelei. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Allah ta'ala sagt sinngemäß, sich nur schwerfällig zum Gebet begeben und nur widerwillig ausgeben. In Surah 9, Vers 54. Und hier spricht Allah ta'ala, der Kontext ist hier die Heuchler.
Und bevor wir jetzt nächsten weitermachen, das ist sehr wichtig jetzt, da benötige ich jetzt bitte eure Aufmerksamkeit. Was ist das Urteil des Gebets und ihre Arten? Erstmal, die fünf Gebete sind Pflicht. Und ihr wisst ja, wir haben ja über die Arten, verschiedene Arten, Begrifflichkeiten im Madhab gesprochen. Es gibt verschiedene Arten von Pflichten. Also es gibt zwei Arten von Pflichten bei dem Madhab. Sie bezeichnen das, die gehen halt anders damit um. Sie sagen, es gibt einmal den Fard und es gibt einmal Wajib. Und was denkt ihr, das Gebet ist das Fard oder ist das Wajib im Madhab? Was denkt ihr, nachdem wir das jetzt alles erwähnt haben? Fard oder Wajib, was denkt ihr? Sehr gut, Fard. Fard, nicht Wajib. Nein, nein, Wajib ist, Fard ist im Madhab höher. Wir haben ja gesagt, wir haben ja im ersten Unterricht in der Einführung kurz beschrieben, dass Fard, das ist das höchste, eine höhere Pflicht sozusagen ist als, und wir haben erklärt, warum, also wie sie das verstehen. Die anderen Madhab, wie Imam Shafi'i, Imam Ahmad und Imam Malik, sie machen keinen Unterschied zwischen den Begrifflichkeiten Fard und Wajib. Das Pflicht ist eine Pflicht. Aber im Madhab, wie bei Imam Abu Hanifa, sie sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Fard und zwischen Wajib. Ja. Und Fard ist höher. Und natürlich das Gebet nach diesen ganzen Sachen, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist das ein Fard. Und zwar ist das ein Fard für jeden mit Verstand und Reife von den Männern und Frauen. Jeder, der Verstand hat und Reife hat von den Männern und den Frauen. Und es gibt bezüglich der Unterlassung des Gebets, darüber sprechen wir jetzt erstmal hier auch kurz. Was ist das Urteil für die Unterlassung des Gebets? Also wenn jemand das Gebet verlässt. Und da müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Einmal derjenige, der die Verpflichtung verleugnet, der sagt, beispielsweise sagt eine Person, es gibt keine Pflicht im Islam, die bedeutet, dass man fünf Gebete beten darf. So eine Person ist mit Konsens der Muslime, also mit Konsens der Muslime meine ich jetzt nicht wir Muslime, sondern mit Konsens der Gelehrten, ist ein Kafir. Er ist 100% ein Kafir. Ja. So, was ist jetzt aber bezüglich demjenigen, und ich werde jetzt nicht hier die Beweise nennen und die Beweise diskutieren, weil das dauert viel zu lange, sondern ich werde jetzt hier kurz darauf eingehen, wer diese Ansichten vertritt. Bezüglich demjenigen, der das Gebet unterlassen hat, der sagt zum Beispiel, und das ist jetzt die andere Seite, er sagt, ja, es gibt eine Pflicht, aber ich bin faul zum Beten. So sagen die drei Madahib von Imam Shafi'i, Imam Malik und Imam Abu Hanifa mit inbegriffen, den Madhab, den wir hier studieren, dass er ein Fasiq ist, das heißt ein großer Sünder. Er ist ein Sünder. Das heißt, dass er Yawm al-Qiyamah dafür auch zur Rechenschaft gezogen wird. Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, im Madhab von Imam Ahmad ibn Hanbal, da gibt es zwei Ansichten. Und eine Ansicht ist, dass ist genauso wie die Ansicht der anderen drei Madhahib. Da gibt es eine Ansicht, und das ist die Besonderheit des Madhabs, dass er kein Muslim ist, also ein Kafir. Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich gerechterweise stellt: Was bedeutet, dass jemand das Gebet unterlassen hat? Was bedeutet, dass jemand das Gebet unterlassen hat? Also das heißt, wann kann ich als jemanden bezeichnen, dass er das Gebet unterlassen hat? Und da gibt es viele, wieder verschiedene Ansichten der Rechtsgelehrten. Manche sagen, dass derjenige, der nur ein einziges Gebet absichtlich unterlassen hat, der ist sofort Kafir geworden. Ein einziges Gebet absichtlich unterlassen, der ist Kafir. Und eine andere Ansicht, die sagt, derjenige, der das Gebet komplett unterlassen hat, das heißt, bedeutet, derjenige, der zum Beispiel vier Gebete am Tag betet, dann betet er am nächsten Tag drei Gebete, dann am dritten Tag betet er alle fünf Gebete.
und so weiter und so fort. Dieser ist kein Kafir geworden bei dieser Ansicht. Der muss sozusagen das Gebet vollständig unterlassen haben. Der betet kein Gebet. Wie zum Beispiel eine Person, der Jum'a nur betet. Eine Person, der nur Jum'a betet, ja, das ist eine Person, die die fünf Gebete vollständig unterlassen hat. Der fließt in die Bedeutung ein, der das Gebet vollständig unterlassen hat. Und nach dieser Ansicht wäre er kein Muslim. Also wie gesagt, nur damit ihr das weißt und das vermerkt, dass es diese Ansicht gibt und dass es auch nochmal verschiedene Ansichten gibt. Wann ist jemand überhaupt oder wann wird jemand bezeichnet als derjenige, der das Gebet unterlassen hat? Für uns im Madhab ist das wichtig jetzt hier im Madhab von Imam Abu Hanifa, dass er sozusagen kein Kafir geworden ist in diesem Sinne, sondern dass er eine Sünde begangen hat und am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft gezogen wird. Die Arten des Gebets hinsichtlich des Urteils sind drei Arten. Und ein Urteil haben wir ja gelernt, und zwar jetzt Fard. Das erste Urteil, worin Arten von Gebete hineinfallen können, ist Fard. Dazu gehören die fünf Gebete und das Freitagsgebet. Die fünf Gebete und das Freitagsgebet. Dann gibt es dann die zweite Kategorie, das heißt Wajib. Das ist auch Fard, eine Art von Fard, also eine Art von Pflicht, Entschuldigung, eine Art von Pflicht. Aber da geht es wieder natürlich um die Grundlagen, wir haben das bereits alles erklärt, da geht es um die Grundlagen. Sie interpretieren das dann anders aufgrund der Beweise. Sie sagen Wajib. Und dazu gehört beispielsweise das Witr-Gebet. Die beiden Festtagsgebete, das heißt die Gebete, die man am Tag, am Eid al-Adha, am Opferfest und am Ende von Ramadan, nach Ramadan, Al-Eid, Eid al-Fitr, betet. Dann auch natürlich die zwei Gebetseinheiten nach der Umkreisung, das heißt At-Tawaf. Wenn man Umrah macht oder Hajj, dann betet man zwei Gebetseinheiten. Dieses Gebet ist im Madhhab Wajib. Dann das Gebet wegen eines Gelübdes. Wenn man jemand ein Gelübde ausspricht, also ein Nadr, dann die Rezitationsniederwerfung und die Vergesslichkeitsniederwerfung. Das sind jetzt Beispiele, damit man weiß, okay, diese Gebete sind alle Wajib. Das heißt, wir haben Fard mit den Beispielen, Wajib mit Beispielen und die dritte Kategorie, wie Gebete unterteilt werden können hinsichtlich des Urteils, das sind die Freiwilligen, Sunan, Nafila. Und dazu gehören alle anderen Gebete außer Fard und Wajib. Das heißt, wie zum Beispiel Duha-Gebet, die anderen Sunan, Al-Rawatib, das sind auch alles freiwillige Handlungen und so weiter und so fort. Und die letzte Frage, bevor wir jetzt hier fertig werden, inshallah, ist, da was eine sehr wichtige Anmerkung zum Thema Gebet. Da fragt der Autor hier zum Beispiel, wann werden die Kinder mit dem Gebet anbefohlen? Das heißt, wann fange ich als Elternteil an, wenn jemand Kinder hat? Das ist natürlich auch wichtig, weil sie die nächste Generation sind. Wann werden die Kinder anbefohlen? Weil du als Vater, du als Mutter, du bist verantwortlich und wirst zur Rechenschaft gezogen und am Tag der Auferstehung danach dafür befragt werden. Es ist verpflichtend, die Kinder und die Familie mit dem Gebet anzubefehlen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Allah sagt sinngemäß und befiehl deinen Angehörigen, das Gebet zu verrichten und sei beharrlich darin. Sura 20, Vers 132. Und er ordnet es ihnen an, wenn sie das siebte Lebensalter erreicht haben. Das heißt, wenn das Kind das siebte Lebensalter erreicht hat, dann fängt er an, das Kind das anzuordnen. Von Abdullah bin Amr wird überliefert, dass er sagte, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Allimu auladakum as-salah idha balagu sab'a wadribuhum alaiha idha balagu ashra wafarriqu bainahum fil madaji'. Das heißt, lehrt eure Kinder, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, lehrt eure Kinder das Gebet, wenn sie 7 Jahre alt sind und diszipliniert sie, ja, diszipliniert sie, wenn sie 10 Jahre alt sind und trennt zwischen ihnen in den Schlafgemächern.
Und es obliegt dem Menschen, sich und seiner Familie Bittgebete, um das Gebet zu machen, wie Ibrahim a.s. das gemacht hat. Der Prophet Ibrahim hat das gemacht. Er hat Dua gemacht. Überlegt mal, der Prophet macht Dua, dass Allah Ta'ala ihn da sozusagen darin verhelfen soll, das Gebet zu machen. Und heutzutage, subhanallah, ein Prophet, der mehr gefestigt ist und einen anderen Iman hat, der macht Bittgebete darum, dass Allah ihn darin befestigen soll, das Gebet zu machen, weil er darum fürchtet. Und wir, subhanallah, wir gehen so leicht damit um und denken, wir hätten die Befestigung unseres Islams, bis wir Allah Ta'ala treffen. Er sagt, Rabbi ja'alni muqim as-salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ibrahim sagt, mein Herr, mach, dass ich das Gebet verrichte, ich und auch einige aus meiner Nachkommenschaft, unser Herr, und nimm mein Gebet an. Sura 40, Vers 4. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben, von uns annehmen. Habe ich etwas Gutes ge gesagt, ist das von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist das von mir und der Shaitan? Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.